Hallo, schön, dass du da bist. Das ist die Nagelbürste, die kennst du schon. Und damit machen wir heute wieder mal ein schnelles Bild zum Austoben. Ich habe hier einen Schwarz und einen Braun. Die mische ich jetzt so ein bisschen. Und jetzt geht's los. Krickel einfach los. Einfach loskrickeln, nichts beachten. Hau da die Farbe drauf. Mehr nicht. Ich finde, es sieht schon aus wie Gräser und ich mag auch nur schon diese zwei Farben auf der weißen Fläche. Das inspiriert mich schon sofort. Ich habe nur einen ungefähren Farbplan. Also ich nehme erstmal eine neue, saubere Bürste und fange jetzt mal an mit dem Orange. Das will ich jetzt hier irgendwie auf die Leinwand bringen. Das ist aber auch immer toll. Also jeder, der nicht malt, weiß, glaube ich, nicht, was das bedeutet, diese Farbe vor sich zu sehen, die Farben zu sehen. Mit dem Pinsel hatte ich umgerührt, aber ich mag auch die Pinsellinie, also die inspiriert mich halt auch gleich wieder weiter. Ich verwische sie jetzt nochmal und ja, alleine die Farbkommen jetzt, die finde ich auch schon total super. Oder? Ja, oh, ich liebe diese Farbe und dann mit dem Orange dazu setze ich das jetzt hin. Es ist für dich, für Anfänger, falls du ein Anfänger bist in der Malerei. Also mach einfach, auch wenn du nicht Anfänger bist, mach trotzdem einfach. Sich hier so schön drauf auslassen. Jetzt will ich aber mal ein bisschen mehr Fläche hier wegschaffen. Also nehme ich mal wieder meine Bürste. Die ist jetzt nur sehr nass gewesen, weil ich die ausgespült habe. Dann wird die Farbe ein bisschen transparenter. Das finde ich schon ganz gut. Jetzt brauche ich noch mal kurz ein bisschen Zeit zum Überlegen und die Linie hilft mir einfach. Da kann ich hier wieder drauf rumkrickeln und die Fläche zerstören. Jetzt nehme ich hier noch mal so einen Sandton und wisch den dazu. Mir gefällt das schon ganz gut. Vielleicht noch einen Schlussstrich. Zack. Der ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich nehme noch Weiß dazu. Und mische dann auf der Fläche einfach den Farbton heller. Ein paar Linien noch, die ziehe ich hier einfach noch mal rein. Viel fehlt auf jeden Fall nicht mehr. Zack. Ich liebe diese Pinselstriche. Meine Message will ich hier noch hinschreiben. Hier kann ich jetzt nicht rüberschreiben, sonst zerstöre ich meinen schönen Farbklecks. Aber ich weiß ja eh, was damit gemeint ist, und es muss ja auch niemand anderes verstehen. Das ist das Schöne an der Kunst. Total viel Spaß gemacht. Ich habe meine Werkzeuge schon überwiegend sauber gemacht und ja, es war echt schön. Das Bild kennst du schon, das ist schon im Kanal und jetzt ist das so ähnlich und ja, das ist so eine leichte Malerei, die ich immer gerne zwischendurch auch nochmal wieder mache und wo man einfach losgelöst Spaß haben kann. Und ich liebe diese dicken Farbkleckse auch da drauf und diese ganzen Pinselspuren und die Farbkombi an sich finde ich natürlich sowieso total super. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo und danke für deinen Kommentar. Ich freue mich drauf. Schau mal in das Buch auf Seite 14, habe ich auch kurz das Mischen in der Praxis aufgegriffen und da habe ich dir auch nochmal hingeschrieben, wie ich Türkis gerne mische und das kannst du nochmal verwenden. Ich schreibe aber auch nochmal unter das Video ja, die Farbtöne, die ich genommen habe und die ich dann auch zum Mischen verwende. Also danke für deinen Kommentar, freue mich so sehr darüber auch. Ich weiß, ihr wiederholt euch, das macht nichts, es hilft mir total. Ich lese es gerne nochmal und nochmal und nochmal. Ich freue mich da sehr rüber. Vielen, vielen Dank. Und einen ganz schönen Sonntag natürlich für dich. In der englischen Version ist alles 2 Seiten weiter.